Hallo Leute, willkommen bei der 100 Baby Super Sim Challenge Universität. Dies ist Teil 33. Und Jenny hat Level 5 der Fähigkeit Forschen und Debattieren erreicht. Das ist sehr gut. Ja, dann können wir mal schauen, ob du auch nochmal an Gastvorlesung teilnimmst, um da mal weiterzukommen. Und in 2 Stunden musst du zur Vorlesung. Okay. Hausaufgaben hat sie gemacht. Sie hat auch die Robotik verbessert. Prima, du kannst einfach noch weitermachen. Der Chris muss in 9 Stunden zur Vorlesung. Die Hausaufgabe hat er gemacht. Okay. Dann kannst du noch weiter schlafen. Josh muss aufstehen. So. Und geh erstmal duschen. Und wenn du das gemacht hast, kannst du auch noch frühstücken. Ach, und da ist auch noch jemand krank. Oi, meine Liebe. Jetzt checken wir erstmal. So, erstmal gucken, was sie hat. Sie hat kein krank, wie heißt das? Krank Moodlet. Sehr merkwürdig. Nun gut, gegessen hat sie immerhin. Sozial bräuchte sie mal. Matt, und warum kochst du? Oh, die Wehen haben eingesetzt. Matt, du könntest einfach mal was essen. Lass das mal mit dem Kochen. So, Jennylein, ja. Musst du nicht in 2 Stunden zur Vorlesung? Krieg jetzt erstmal deine Babys. Wer duscht hier? Wo duscht einer? Na, wir kümmern uns jetzt mal ums Babykriegen. Das ging jetzt aber schnell mit der Schwangerschaft. Diola! Ja, sie wirkte gar nicht so dick. Aber dieses schwarze Outfit macht wohl irgendwie auch schlank. Ein Junge. Oh, und ich habe noch gar nicht meine Namensliste hier vor Ort. Aber die finde ich schon gleich. So. Gut. Ein Junge. Timo. Sehr gut. Ja, und ich danke euch sehr für eure vielen, vielen Namensvorschläge. Ich habe immer noch genügend Namensvorschläge. Mindestens für die Hälfte dieser zweiten 100 Baby Challenge. Vielen Dank. Und noch ein Junge. Lars. Timo und Lars. Ja, ich finde, das passt ganz gut zusammen. Oh, Luxwin. Und der Vater ist, glaube ich, der Leander. Volles Haus. Sehr schön. Ja. Ja, ich denke, du machst jetzt am besten mal möglichst mit beiden die super effiziente Babypflege. Wenn das mit beiden geht. Es ging früher nicht mit beiden. Sie haut jetzt ab zum Studium. Nun gut. Okay, dann hoffen wir, dass die Tagespflege sich hier ausreichend kümmert. Vielleicht kann auch der Chris sich ein bisschen kümmern. Du solltest aber auch zum Studieren gehen, zur Schule gehen, mein Lieber. Jetzt nicht anfangen zu essen, was glaubst denn du? Und du, Chris, könntest du vielleicht mal aufstehen und hier deine hungrigen Geschwister füttern? Nix mit liebevoll können wir streicheln und jetzt machen wir in Ruhe den Screenshot. Nein, sie haut einfach mal ab zur Uni. Chris, komm schnell. Ich weiß, du bist gestresst. Na, das ist doch lieb. So, er hat den Level 3 der Erziehung erreicht. Das ist gut. Und zur Belohnung, mein lieber Chris, kriegst du diesmal auch das Foto mit dem neuen Baby. Ja, das ist hier ein wirklich blöder Winkel. Wir warten ab, bis das nächste Baby kommt. So.
Also besser hier bei diesem Baby ist, dann kriegen wir da einen besseren Winkel hin. Jabdo. Ja, das machst du sehr schön, Chris. Wie gut, dass der wenigstens noch im Haus ist. Ja, der hat noch 7 Stunden. Okay. Chipoma. So wunderbar. Ich danke dir sehr, mein lieber Chris. Jetzt gehen wir hier mal näher ran. Sehr schön macht er das. So, jetzt darfst du weitermachen. Porg. Ja, und die Babys sehen ganz unterschiedlich aus. Mal gucken, ob sie das auch als Kleinkinder tun. Sehr schön. Das sind jetzt, glaube ich, Babys 106 und 107. Okay. Du möchtest gerne malen. Weißt du was? Stopp. Wenn du gerne malen möchtest, das hast du dir verdient. Verkauf das mal. Ja, verkauf das, dann kannst du malen. Und jetzt kannst du was malen. Ach, er will das nur ansehen. Nein, mal du ruhig was. Mal ein Landschaftsgemälde. Kriegst du bestimmt gute Laune. Hoffentlich. Oh, macht keinen Spaß. Ja. Macht anscheinend keinen Spaß. Oh, Jenny ist schon wieder fertig. Komm, Jenny, komm ganz schnell nach Hause. Deine Babys brauchen hier deine Aufmerksamkeit. Nämlich eine saubere Windel. Kohle im Klo. Während einer kurzen Pause entdeckt Josh ein wenig Geld. Gib das mal ab. So. Uiuiui. Leistungsverbesserung klein. Jenny, beeilst du dich? Ja, sie beeilt sich. Das ist gut. So, Schulprojekt. Nimm dir mal die schwere Aufgabe. Oh, Leistungsverschlechterung. Nun gut. Ja, Jenny, der Chris hat sich um deine Babys gekümmert. Jetzt haben wir hier schon wieder dieses Schnellphänomen. Aber es ist gerade keiner bei der Vorlesung, damit hängt es also nicht zusammen, ob das mit der Putzfrau zusammenhängt. Ja, wenn die Putzfrau da ist. Dann geht es automatisch auf schnell. Also ich lasse die mal kündigen. Tut mir leid, liebe Putzfrau. Du hast deine Arbeit gut gemacht, aber irgendwie kriegen wir ein Zeitproblem, immer wenn du da bist. Also müssen wir dich leider wegschicken. Also, wir geben dir noch ein Trinkgeld, weil du hast es nicht verdient, gefeuert zu werden. Aber wir feuern dich leider. So, schmutzige Windel wechseln. Und jetzt gucken wir mal, ob wir noch ein Zimmerchen einrichten könnten für einen eventuellen Butler. Denn ich nehme an, bei einem Butler passiert es wahrscheinlich nicht, dass die Zeit dann immer auf schnell geht. So, Chris ist selbstsicher. Du musst aber bald zur Uni in 3 Stunden. Was treibt er gerade? Big Block spielen. Ja, das ist vielleicht eine gute Idee. Ja, denn am Spaß hapert's bei ihm gerade am ehesten. Jo, für den Mitbewohner haben wir hier ja schön Platz geschaffen.
Aber das ist ja noch lange kein Platz für einen Butler. Tja. Oh, da ist ein Roboter mit Problemen. Jenny, kannst du dem vielleicht helfen? Ja, reparier den mal. Der hat echt schlimme Probleme. Ja, Jenny, wo bleibst du denn, meine Liebe? Huch. Ümpf. Ach, das ist wieder hier zwischen den Häusern. Und jetzt haut er ab? Anscheinend ist er heile. Oder? Er qualmt noch. Aber er ist weggegangen. Na gut. Ja, Jenny, hast du gut gemacht. Wenn der dann einfach abhaut, ist es sein Problem. So, Jenny, vielleicht solltest du dich jetzt mal ein bisschen um deine Babys kümmern. Und zwar mach mal hier dieses ganze Liebkosenschauspiel mit Schaukeln und so weiter, damit die sich wenigstens ein bisschen von dir geliebkost fühlen. So. Und Chris, du musst gleich los. Wie wär's, wenn du mal früh zur Vorlesung gehst? Kann man das hier schon sagen? Nee. Das müssen sie von selber machen. Okay, und die Schule ist auch gleich aus. Ah. Josh scheint es geschafft zu haben mit der 2 und Matt auch, obwohl er deutlich jünger ist. Und Lena braucht noch ein bisschen und die scheint krank zu sein, ja. Nun gut. Aha, ein Baby hat ein Problem. Quengelt, aber hier kann man das Problem nicht mehr sehen. Ob die vielleicht schon wieder hungrig werden? Nee, vielleicht war es einfach nur mangelndes Geliebtfühlen. Weil Jenny so früh abgehauen ist. Sehr gut. Also, hier haben wir einen erfolgreichen Zweierschüler, noch einen. Und Lena ist noch nicht so weit. Gut, Josh, dann kannst du eigentlich ziemlich zügig dein Fitnesslevel schaffen. Und dann können wir Geburtstag feiern. Renn hier einmal. Einmal in der Gegend rum. Und dann kannst du Geburtstag feiern. Oh. Chris ist unterwegs. Das ist gut. Ja, was hat er? Nicht genug Training. Ja, siehst du, jetzt kriegst du da ein Training. Dann geht's dir auch gleich besser. Kriegt er Spaß vom Training? Ich glaube nicht. Doch, doch. Du kriegst sogar Spaß vom Training, hey. Was willst du mehr? Sehr gut. Wir können Geburtstag feiern.
und da schreit schon wieder ein Baby. Und hier haben wir schon wieder verdorbenes Essen. So. Erst hole ich mal den Kuchen raus. So. Und was ist wohl verdorben? Ah, wahrscheinlich hier der zweite Truthahn, ja. Gut. Josh, du kannst hier aufhören und Kerzen auspusten. Und Jenny ist schon zu ihrem Baby gegangen, das ist gut. Ja, du solltest eigentlich inzwischen... Ja, genau, genau, schmutzige Windel wechseln. Ach, das ist gar nicht die Jenny gewesen. Ja, dann hast du das erst recht gut gemacht, meine Liebe. So, hier, Geburtstag. Jawohl. Ein Katzenfreund. Ach, nehmen wir das ruhig. Mach mal neue Kerzen drauf. Sehr gut. Alle kriegen einen Anruf gleichzeitig. Was ist denn das so für ein Anruf? Nur Josh nicht. Ah. Und du willst jetzt hier dich um die Babys kümmern? Na, das kannst du ja mal machen. Aber ich glaube, die sind hungrig. Die sind bestimmt jetzt hungrig. Josh ist traurig, weil jemand gestorben ist. Ja, der ist ja schon sehr süß. Geh mal hier hin. Und dann gucken wir mal, wer gestorben ist. Da müsste Jenny ja eigentlich auch traurig sein. Ist sie auch. Aber sie hat so ein starkes Glück. Dann gucken wir mal. Den Jens dürfte es ja eigentlich nicht erwischt haben, denn den haben wir ja gerettet. Ja, Jens ist noch munter bei der Sache. Oh, oh, was ist passiert? Gekränkt. Hier, gib dir selbst Zuspruch. Ich hoffe, dass er nicht schon tot ist. Weil er hat sich wirklich sehr komisch verhalten. Aber er ist doch noch ein Teenager. Die sterben daran nicht. Oh, ja, ja, jetzt bin ich aber erschrocken. Er ist nicht tot. Aber er wächst. Also wenn er jetzt Geburtstag feiern würde. Und... Und wäre gekränkt und er wäre dann Erwachsener, dann könnte er daran sterben. So, jetzt bin ich ganz durcheinander. Kann ich das denn wegschmeißen? Nee, dann muss das einer von euch machen. Oh, so, und hier braucht jemand Medizin. Was für ein Chaos. Aber ich würde sagen, wir sind eigentlich ganz gut weitergekommen. So, Lena, nimm mal die Medizin. Und die Jenny sollte mal wieder diese emotionalen Tränke austeilen. So, aufräumen. Und... Oh. Jenny, dein Typ wird verlangt. Hier, schmutzige Windel wechseln. Und hier haben wir viele von diesen Tränken. Die funktionieren ja nicht bei den Schulkindern und bei den kleinen Kindern. Aber ab Teenageralter können sie die nehmen. Wir haben hier 1, 2, 3,
4. Ja, 4. Die das brauchen. Und Jenny vielleicht auch selber. Gut, Jenny, trink mal so einen. Und jetzt lasse ich jeden so einen trinken. Damit die wenigstens nicht mehr so unter ihrer Traurigkeit leiden. Trinken. Trinken. Dann kriegt er sowieso auch eine neutralere Stimmung und sein Stimmungsumschwung dürfte auch weg sein. Jenny? Jetzt ist sie benommen. Oh, irgendwas ist entsetzlich schiefgelaufen. Jenny wird von ihren Gefühlen völlig überwältigt. Jenny, was ist los? War der Trank nicht in Ordnung? Nur sie sieht nicht überwältigt aus. Okay, ist das bei den anderen auch? Nee, klar im Kopf, gut. Ich guck mal, ob da irgendwelche Qualitätsmängel sind. Normal, normal, normal. Nö, ist alles eigentlich in Ordnung. Nun gut, das passiert wohl manchmal. Er hat auch eine emotionale Überflutung gekriegt. Energiegeladen, kokett. Was für ein Chaos. Gut. So. Und jetzt gucke ich nochmal, wer möglicherweise gestorben ist. Da war ich ja mitten dabei, als dann mit dem... Matt ist das, glaube ich, ja. Als der Josh... der Matt seinen emotionalen Zusammenbruch gekriegt hat. Und ich glaube, den hat er gekriegt wegen Tischtennis. Da können wir nachher ja nochmal gucken, denn irgendwie war sowas mit einem... Tischtennis-Match, das er verloren hat. So, das hier ist ein Vater. Das dürft's nicht sein. Es muss ein Geschwisterkind sein. Sonst hätten die anderen, also die Kinder, keine emotionalen Probleme. Die Alice ist, glaube ich, schon länger tot. Luna auch. Harvey ist jetzt auch schon grau. Grau und alt. Was? Und Jay Huntington, der Dritte, lebt immer noch? Ja. Der ist aber robust. Da gibt es einige, die echt robust sind von den Vätern. Weil er ist der Vater vom zweiten Kind, von der Alina. Die ist schon gestorben. Nun ja. Das ist ja bekannt, dass es langlebige Sims gibt. Gut, hier sehe ich lauter Väter, die gestorben sind. Felix. Der. Der ist doch noch gar nicht so alt. Aber der ist eindeutig gestorben. Mal gucken. Welche Kindernummer der hat, Namen und Väter. Felix. Naja, doch, Kind Nummer 10. Naja, irgendwie ab Kind Nummer 8 verlässt es mich. Das war Luna. Die habe ich noch auf dem Plan, als dass sie früh dran war. Aber dass Felix auch relativ früh dran war, habe ich offenbar vergessen. Gut, ja, der ist dann sozusagen auch dran gewesen. Bis zudem waren es auch alles Einzelkinder. Und erst ab Kind 11 haben wir immer meistens Zwillinge gekriegt. Und am Anfang wollte ich es erstmal ruhig angehen lassen von der Menge her und die Einzelnen großziehen. Und das Tim Patel. Oh, das sind bestimmt Enkelkinder.
Ja, das sind die Kinder von Harvey vermutlich. Okay, gut, dann wissen wir, wer es war. Der Felix. So, naja, passt ja irgendwie auch. Zwei neue Babys sind geboren und eins der älteren ist gestorben. Chris, wie schaut's aus? Er ist glücklich und müde, es ist auch Abend. Lassen wir ihn einfach mal ins Bett gehen. Und Hausaufgaben hat er gemacht für die morgige Vorlesung. Und dann muss er halt am Wochenende ordentlich sich ins Zeug legen mit den Abschlussarbeiten und Abschlussprüfungen und so. Gut. Jetzt, Josh braucht ja nicht mehr zur Schule. Den lassen wir dann in der nächsten Folge ausziehen. Ja, der kann sich jetzt um sich selbst kümmern. Der Matt, der holt sich jetzt gerade ein bisschen Spaß durch Gitarre spielen. Das ist okay. Hat jetzt ja auch eine 2 in der Schule. Jawohl. Ja. Und Vampirsage hat er schon Level 2. Den lasse ich dann morgen mal irgendwas leveln. Vielleicht mit einem anderen Buch. Auch wenn wir mit der Vampirsaga schon angefangen haben, aber das kann er ja schnell aufholen. Und die Lena, tja, die wird irgendwann in der Nacht aufs Klo müssen. Okay. Jenny, vielleicht kannst du dich noch mal um deine Babys kümmern. Momentan sehen die relativ zufrieden aus, aber ich wette, die werden bald mal wieder hungrig. Liebkose sie einfach mal und schaukel sie und mach so alles, was Babys halt so brauchen. Und wenn sie dann losschreien, ach, du kannst sie danach auch einfach gleich mal füttern. Denn das letzte Füttern ist irgendwann am Nachmittag gewesen. Yumbala, Bahira. Gut, und ich mache mal Schluss mit dieser Folge. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.